Und mit einem herzlichen Hallo begrüße ich euch, liebe Freunde, wieder zurück zum zweiten Part meiner randomierten Version von einem Let's Play von Soul Silver. So, hier stand, wir können mit unserem Pokémon reden. Erdnussflip hat sich offenbar noch nicht so recht an seinen Namen gewöhnt. Na gut, ja, das kann passieren. Ich weiß nicht, was die Mutter jetzt noch alles so labert. Ach je, du hast aber ein niedliches Pokémon im Schlepptau, Lucy. Hatte das Professor Lind geschenkt? Was wollte er eigentlich von dir? Ah, hört sich nach Arbeit an. Aber manchmal ist es gut, von Leuten um einen Gefallen gebeten zu werden. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Dein Pokécom ist von der Reparatur zurück. Hier hast du ihn. Der Pokécom ist ein kleiner tragbarer Computer. Wenn dir mal ein ordentlicher Trainer werden soll, kannst du nicht auf das Gerät verzichten. Aber übrigens, mit dem Pokécom kannst du auch Telefongespräche führen. Weißt du, wie das funktioniert? Ich sag jetzt einfach mal, ja. Es ist ganz leicht, nicht wahr? Du musst nur den Pokécom anwerfen und das Telefonsymbol auswählen. Der Pokécom speichert automatisch die Namen aller Personen ab, die du anrufen kannst. Alles, was du tun musst, um den gewünschten Gesprächspartner an der Strippe zu bekommen, ist seinen Namen auszuwählen. Kinderleicht, oder? Aber natürlich. So, liebe Freunde, wir spielen Nuzlocke. Das heißt, es könnte jetzt gleich schon auf der ersten Route ein Game-Over-Szenario geben. Wir verfügen noch nicht über Pokebälle, glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Nee, genau. Wir haben noch nichts hier in der Tasche, was Pokebälle angeht. Das heißt, die Pokémon, die wir jetzt sehen, die sind noch nicht fangbar und wir können sie besiegen. Hey, warte mal eben. Was willst du denn? Mann, beinahe hätte ich es vergessen. Ich wollte dir noch meine Telefonnummer mit auf den Weg geben. Sehr gut. Haben wir denen seine Nummer? Gut, wenn es irgendwas geben sollte, rufe ich dich an. Nein, ob es irgendwas geben wird, ich habe ja überhaupt keine Vermutung. So, Route 29. Und hier haben wir schon unser erstes hohes Gras. Und mal gucken, ob wir es bis Rosalstadt, Rosalia City schaffen. Das erste Pokémon, was uns begegnet. Hoffentlich kein Flug-Pokémon. Nachtara Level 2. Also wir haben hier auf alle Fälle schon mal coole Pokémon. So, aber da können wir auch Tempohieb machen, weil Kampf ist sehr effektiv. Sprungkick ist aber auch sehr effektiv. Also wir sollten uns mal merken, nicht mehr gegen das Nachtara zu kämpfen. So, fein. Und wir haben unsere ersten 56 Erfahrungspunkte. Sehr gut. Ich werde mal gucken, dass wir am Anfang erstmal so weit wie es geht möglichst fliehen, dass wir nicht gegen so viele Pokémon kämpfen müssen, weil wie gesagt, wir spielen ja Nuzlocke und das könnte schwierig werden. Okay, das nächste Pokémon. Was ist denn das Cooles? Ein Rayquaza Level 3. Lol. Das dürfte ein legendäres Pokémon sein. Jetzt weiß ich auch nicht, ob man hier fliehen kann, aber ich versuch's mal. Hat geklappt. Okay. Ja, das passiert, Leute. Und das ist gerade das Spannende an diesen Randomieren, dass es eben auch solche Situationen geben kann. So. Kommen jetzt nur solche Legendären oder wie soll ich denn das verstehen? Schon wieder ein Rayquaza. Ich weiß gar nicht, was das für ein Typ überhaupt ist oder ob das überhaupt Schwebe hat oder so. Wir können es ja spaßenhalber mal besiegen. Ich hoffe, dass uns das gelingt. Kampf ist nicht gut. Himmelhieb ist eine Kampfattacke. Es könnte sein, wir sind jetzt gleich tot. Nee, ich werde jetzt fliehen. Das ist mir zu blöd. Warum können die denn alle Kampfattacken? Ich habe mir extra einen Tauros rausgesucht und jetzt kommen die alle mit irgendwelchen Kampfattacken? Was, ein Aprikoko-Baum? Was ist denn das für ein Quatsch? Okay, wir sind erstmal in der ersten Stadt angelangt. So, und jetzt werden wir in diesem Part aber auch versuchen, möglichst zu trainieren. Will da uns jetzt vollquatschen? Du bist noch nicht lange Trainer, oder? Aha, Volltreffer, wusste ich's doch. Aber das ist schon in Ordnung. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Keine Sorge, ich bringe dir gerne ein paar Tipps bei. Ich wollte Nein drücken. Oh, tut mir leid, du hast noch keine Turbo-Treter, habe ich recht? Ich werde so lange langsam für dich laufen, wie ich nur kann. Versuche bitte nicht ganz so weit hinter mir herzulaufen.
Hier ist das Pokémon Center, bla bla bla, Pokémon verletzt, dann kann man sie heilen und wenn du Stammkunde wirst, dann ist das schön und bla bla blub. Hier ist der Markt, da kann man coole Bälle kaufen, mit denen man Pokémon fangen kann und weitere nützliche Items. Hier geht's weiter in Richtung Viola City. Das ist nämlich die Route 30. So, und hier ist das Weite Meer, das ist wunderschön, manchmal sieht man ein Schiff. Manche Pokémon gibt es eben bloß im Wasser. So, und das ist mein Gebäude. Und jetzt kriegst du was Feines, weil du den Rotz angeguckt hast. Ach, Turbo-Treter kriegt man, das ist aber schön. Das ist ja cool. Turbo-Treter. Ja, ja, wenn man den Sprintknopf berührt. Was muss ich das jetzt auch noch berühren? Kann ich nicht einfach B dazu drücken? Ne, ich kann B gedrückt halten. Ich wollte schon sagen, liebe Freunde. So, hier haben wir jetzt unseren ersten Markt. Ich will mal gucken, ob es Pokebälle gibt, aber ich glaube, es gibt noch keine. Nein, es gibt noch keine. So, gut, dann wollen wir mal weiterspielen. Haben wir unsere Pokémon schon geheilt? Haben wir auch noch nicht. Wir werden diesen Part jetzt nutzen, um noch ein bisschen zu trainieren, weil wir haben gesehen, die Pokémon, die kennen alle Kampfattacken. Und ja, das ist ein bisschen doof für unser Tauros. Ich hoffe, es kommen noch ein paar andere Pokémon außer Nachtara und Rayquaza. Ich meine, Rayquaza ist bestimmt auch... Ich weiß nicht mal, was das ist oder was das kann. Muss ich sagen. Ich kenne mich in der dritten und vierten Generation so schlecht aus, ja, dass ich es einfach nicht weiß. So, nutzen wir das mal. Solange wir noch keine Pokebälle haben, ist es ja auch noch nicht Nuzlocke. Das heißt, ich kann alle besiegen, die hier kommen. Hier haben wir wieder Nachtara. Kein Problem. Vielleicht ist Erdbeben ja sogar besser. Ich weiß es nicht. Ja, oh, ein Volltreffer, okay. Okay, wir haben es besiegt. Da gibt es 56 Erfahrungspunkte. Schade, fast Level 6. Okay, das ist schon wieder Rayquaza. Ich will mal gucken, ob das Schwebe hat oder ob das vom Typ Flug ist. Nee, das gucke ich lieber nicht. Noch nicht. Lieber nicht, liebe Freunde. Gibt's bloß Nachtara und Rayquaza? Scheint so. Ansonsten gehe ich nämlich auf die andere Route, das passt mir ja nämlich nicht so richtig. Denn wir müssen ja ständig Flucht machen, weil die beide auch noch Kampfattacken können. Das ist ein bisschen problematisch. Ladungsstoß, was ist denn das? Ich kenne das nicht. Eine Elektroattacke, die uns auch noch paralysiert hat. Na, das ist ja fein. So, kannst du ruhig nochmal machen, kannst du sogar einen Volltreffer machen, das interessiert mich nicht. Ladungsstoß, Leute. Cool. Kenne ich nicht. So, und das nächste Level. Vielleicht lernen wir ja gleich noch eine coole Attacke. Das könnte sein. Erreicht Level 6. Leider nicht. So, jetzt sind wir nämlich paralysiert. Das wäre doof, jetzt gegen Rayquaza anzutreten, weil dann könnte es passieren, dass wir nicht flüchten können. Das ist ein bisschen doof. Zum Glück gibt es in dem Markt Paraheiler, aber das ist mir jetzt auch ein bisschen zu blöd. So, wir haben immer noch keine Pokebälle, das heißt, ich kann ruhig schon auch mal auf die nächste Route gehen und dort mal schauen, was da so für Pokémon gibt. Vielleicht eignen die sich ein bisschen besser zum Trainieren, weil ich würde sagen, wir brauchen erstmal mindestens Level 8, dass wir weiterspielen können. Oh ne, will da jetzt kämpfen, ich raste aus. Puh, Glück gehabt, nur ein bisschen später und du wärst weg gewesen. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Hier, nimm. Hey, du kannst jetzt Karten anzeigen. Wähle auf den Touchscreen Pokécom aus. Über das Kartensymbol kannst du dir nun eine Karte der Region anzeigen lassen, in der du dich gerade aufhältst. Wenn du dein Pokécom immer weiter mit Modulen erweiterst, wird er jedes Mal ein bisschen nützlicher. Also dann, viel Erfolg noch. Dann wollen wir doch mal schauen, wie das geht. Pokécom. Karte. Und? Zurück? Ne, irgendwie ist das nicht richtig. Da muss ich mich mal alleine befassen. Einstellungen. Ach so, das ist das. Das ist mir eigentlich vollkommen Wurst, wie das aussieht. Na okay, das gucken wir uns andermal an.
Kann man das hier einstellen, dass wir die immer haben? Ah, das ist ja cool. Okay, liebe Freunde, jetzt gucken wir mal, was auf der Route ist. Vielleicht ein paar bessere Pokémon. Wir müssen ja sowieso früher oder später mal hier hoch, weil hier Mr. Pokémon wohnt. Ein Zubat. Das ist natürlich ausgerechnet ein Flug-Pokémon. Da können wir mit Kampf und auch mit Bodenattacken überhaupt nichts machen. Also zum Trainieren haben wir ja echt großes Pech, was diese Route angeht. Hier liegt ein Item. Latschi-Bärer, was ist denn das für ein Rotz? Gleich mal gucken. Wo sind denn meine Bären? Naja, bevor der gar keine Bären in der Hand hat, geben wir denen das. Was weiß ich. So, hier ist auch wieder ein Baum. Mal gucken, was ist denn das immer nur? Aprikoko-Bäume. Ach, einen Augenblick mal. Willst du etwa wirklich völlig unbekümmert an deiner auffälligen Gestalt wie mir vorbeispazieren? Bleibe gefälligst mal stehen. Was willst denn du? Wenn du diesen Weg immer weiter nach Norden folgst, erreichst du das Haus von Mr. Pokémon. Aber bevor du dorthin gehst, solltest du dir anhören, was ich zu sagen habe. Hast du schon ein paar Aprikokos? Die Aprikoko-Bäume tragen einmal pro Tag Frucht und können deshalb auch täglich abgeerntet werden. Aprikokos sind eine tolle Sache. Sie fungieren als Grundbaustoff für Pokébälle und lassen sich für jede Menge andere Dinge verwenden. Sie können sehr nützlich sein. So, und jetzt, wo wir beide Freunde sind, habe ich ein Geschenk für dich. Eine Aprikoko-Box, na das ist ja cool. Mit dieser Aprikoko-Box kannst du immer reichlich Aprikokos mit dir herumtragen. So, damit bist du jetzt ein waschechter Aprikenner. Okay, jetzt können wir das ernten hier. Grün. Okay, aber damit können wir noch keine Pokémon fangen. Ich weiß nicht, ab wann Nuzlocke losgeht. Ich weiß nicht, ob der uns das jetzt zu einem Pokéball macht. Du solltest dir also gut merken, welche Farbe die Aprikokos haben, die du erntest. Okay, dann merken wir uns das mal gut. So, was haben wir hier jetzt Cooles? Noch ein Zubat. Also das ist eine richtige Höhle, wo wir hier sind. Wie man unschwer erkennen kann. Aber das sind alles Pokémon, bei denen ich leider flüchten muss. Weil gegen einen Flug-Pokémon kann ich so gut wie nichts machen. Hier haben wir ein Voltilam. Das ist auch ein sehr schönes Pokémon. Das würde ich mir vielleicht gerne für mein Team wünschen. Aber bin mir noch nicht so schlüssig. Auf alle Fälle ein Erdbeben und du müsstest tot sein. Sehr gut. Das ist wirklich eine tolle Angelegenheit. So, und schon müssten wir Level 7 erreichen. Vielleicht lernen wir ja eine neue Attacke. Ach nee, wir erreichen noch nicht Level 7. Es gibt aber wenig Erfahrungspunkte. Was haben wir hier Cooles? Sana-Bären. Wir finden einen Haufen Bären. Ich hätte vielleicht doch diese Bären und Briefe bannen sollen. Na gut. Hier links können wir noch nicht, weil da... Da sind welche, die kämpfen. So, was haben wir hier jetzt von Pokémon? Ach, wieder so ein blödes Zubat. Ja, aber trotzdem. Erdbeben bringt uns nichts und Turbo-Tempo ist auch blöd. Vielleicht werde ich später mal schauen, dass wir irgendwo Schutz kriegen, weil diese zwei Routen sind etwas lästig. Vor allen Dingen, ich bin keine drei Schritte gegangen und es kommt schon wieder das nächste Pokémon. Ach, Leute. Und schon geht das Let's Play los, mich ein bisschen zu nerven. Leider haben wir Pech gehabt, es könnten coolere Pokémon kommen, aber nein. Ja, ich bin in einer wahren Höhle gefangen. So ist es leider. So, endlich. Hier haben wir wieder einen Aprikoko-Baum. Was haben wir da Cooles drinne? Pink. Na, das ist ja auch eine coole Sache. So, jetzt machen wir das noch, bevor der Part dann zu Ende ist. Das Gequatsche hier. Hallo, da, du musst Lucy sein. Ich bin derjenige, der vorhin Professor Lind diesen Brief geschickt hat. Ich dachte, es war eine E-Mail. Das ist das Objekt, das Professor Lind für mich untersuchen soll. Ein Rätselei, aha. Was hältst du von diesem Ei? Ein Freund aus Teak City hat es mir anvertraut. In Johto hast du so etwas bestimmt noch nicht gesehen, was?
Ich dachte, Professor Lind könnte mir vielleicht erklären, was in aller Welt es damit auf sich hat. Auf dem Gebiet der Pokémon-Entwicklung ist Professor Lind die Nummer 1. Das sagt selbst der berühmte Professor Aisch. Du gehst wieder zu Professor Lind zurück, habe ich recht? Dann solltest du deinem Pokémon aber vorher eine kurze Pause gönnen. Sehr gut, heil uns ruhig, finde ich gut. Und Professor Aisch, was hast du noch zu quatschen? Aha, du bist also Lucy, mein Name ist Professor Aisch. Bla bla bla, bli bli bli, blo blo blo. Ah, was haben wir denn da? Ein seltenes Pokémon, aha. Du hilfst also Professor Lind bei seiner Forschung? Na, das ist aber schön. Kümmere dich gut um das Pokémon. Und hier gibt's auch noch was Cooles. Eine Art Hightech-Lexikon, es nennt sich Pokédex. Kannst du gerne bekommen. Es erhält Einträge über verschiedene Pokémon, die es gibt. Naja, und jetzt muss ich nach Ducatia City. Ich muss bei einer Radioaufzeichnung mitwirken. Aber hier hast du noch meine Telefonnummer, da kannst du mich immer mal anrufen, wenn was ist. So, ich möchte bitte gehen. Danke. So, jetzt gehen wir hier raus und jetzt kriegen wir gleich noch einen Anruf. Muss ich da rangehen? Hallo Lucy, es ist schrecklich. Wie soll ich das erklären? Ich weiß ja selbst nicht wie. Jedenfalls ist es ganz schrecklich. Komm schnell zurück. Jo, das werden wir auch so gleich tun, aber erst im nächsten Part. Und ja, da bin ich auch schon gespannt, weil dann werden wir unsere ersten Pokémon dann langsam fangen. Und ja, ich freue mich, mal gespannt, wie es weitergeht. Und ja, vielleicht seid ihr ja beim nächsten Part wieder mit dabei, liebe Freunde. Bis dahin verabschiede ich mich, euer MTech. Ciao, ciao.